Seit Milliarden Jahren kann in der schützenden Erdatmosphäre Leben entstehen und gedeihen. In den letzten 10.000 Jahren ermöglichte das ungewöhnlich stabile Klima den Aufstieg von Zivilisationen. Heute leben 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Doch die Atmosphäre heizt sich alarmierend schnell auf. Vom Amazonas-Regenwald bis hin zur eisigen Tundra droht das Klima zu kippen. Weltweit untersuchen Wissenschaftler, ob kleine Veränderungen in den Ozeanen, den Eiskappen oder den Wäldern das Klima aus dem Gleichgewicht bringen. Dann würde sich unser Planet unwiderruflich verändern. Wie besorgt müssen wir sein? Ich bin Bernice Notenboom, Abenteurerin und Klimajournalistin. Den Klimawandel auf dem Everest und an den Polen habe ich mit eigenen Augen gesehen. Diesmal führt mich meine Expedition vom Südpazifik bis nach Ozeanien. Ich werde Riffe und Ozeane erkunden und Wissenschaftler fragen, warum sie sich Sorgen über die Veränderungen dort machen. Ozeanien wird vollkommen vom Meer umschlossen. Es erstreckt sich von den eisigen Gewässern der Antarktis über die Ostküste Australiens bis hin nach Amerika. Das Meer gehört zu den Hauptantriebselementen des globalen Klimasystems. Denn es nimmt viel Kohlendioxid auf und absorbiert immense Mengen Sonnenenergie. Das warme Wasser wird von den Meeresströmungen verteilt. So beeinflusst das Meer das Wettergeschehen und das Klima. Zuerst trifft sich Bernice mit dem Ozeanographen Steve Rintoul in Hobart auf der Insel Tasmanien. Wir fahren mit dem Forschungsschiff South Cape nach Maria Island, etwa 40 Seemeilen östlich von hier. Dort lassen wir die Forschungsboje Argo zu Wasser. Das ist das Tor zum Südpolarmeer? Genau. Hinter diesen Inseln liegt nur offenes Meer. Dann kommt die Antarktis. Was macht das Südpolarmeer so wichtig? Die Ozeane sind generell wichtig fürs Klima, denn sie speichern große Mengen Wärme und CO2. Das bremst den Klimawandel. Und die Haupteintrittspforte für Wärme und Kohlendioxid ist das Südpolarmeer. Es ist das Fenster zur Tiefsee. Die Weltmeere sind die größte CO2-Senke der Welt. So wird das Gas aus der Atmosphäre entfernt und die Klimaerwärmung abgebremst. Das Südpolarmeer ist auch deswegen so besonders, weil nur hier Tiefseewasser aus 3.000 oder 4.000 Metern Tiefe an die Meeresoberfläche steigt. Nur hier kommt die Atmosphäre mit Tiefseewasser in Berührung. Das entscheidet, wie viel CO2 in der Atmosphäre bleibt. Das machen die speziellen Strömungsverhältnisse des Südpolarmeers. Die Zirkumpolarströmung ist die größte Meeresströmung der Welt. Sie transportiert 150 Mal so viel Wasser wie sämtliche Flüsse der Erde. Innerhalb der Zirkumpolarströmung gibt es Tiefenströmungen. Sie transportieren das an der Oberfläche aufgenommene CO2 zum Meeresboden, wo es tausende von Jahren verbleiben kann. Jetzt werfen wir Argo einfach über Bord. Okay. Vorsichtig. Okay. Ready on three? Yes. One, two, three. Nach einiger Zeit dreht sich Argo in die Senkrechte, sinkt auf 1000 Meter Tiefe ab und beginnt mit den Aufzeichnungen. Dann driftet Argo 10 Tage mit den Meeresströmungen, sinkt auf 2000 Meter ab und steigt wieder an die Oberfläche. Dort misst er Salzgehalt und Temperatur und überträgt die Daten zum Satelliten. Klappt das auch bei Sturm? Bei Riesenwellen und Regengüssen? Ja, Argo tanzt auf den Wellen. Wir erhalten fast immer Daten. Er arbeitet sehr zuverlässig. Das Argo-System ist eine Flotte automatischer Treibbojen.
Sie erfasst die Temperaturen und den Salzgehalt der Weltmeere. So erhalten die Forscher Aufschluss über Veränderungen, die durch die Klimaerwärmung ausgelöst werden. Die Messdaten haben ergeben, dass sich das Verhalten des Südpolarmeers mittlerweile verändert hat. Mit dem australischen Eisbrecher Aurora Australis sind wir in die Antarktis gefahren, um diese Veränderungen zu untersuchen. Wir haben Messungen in denjenigen Regionen durchgeführt, wo sich besonders salzhaltiges, also schwereres Wasser bildet und in die Tiefsee absinkt. Dann wurden Messinstrumente hinuntergelassen, um Temperatur, Salzgehalt und CO2 zu erfassen. Einige blieben dort, damit der Datenstrom nicht abreißt. Die Ergebnisse haben uns überrascht. Das kälteste und schwerste Wasser am Meeresgrund ist etwas wärmer geworden. Auch sein Salzgehalt hat abgenommen. Seit 1970 etwa um 50%. Das kälteste, schwerste, tiefste und salzigste Wasser nimmt die größten Mengen Kohlendioxid auf. Wenn sich dieses Wasser aber erwärmt und verdünnt, absorbiert es weniger CO2, das in der Tiefsee gespeichert werden könnte. Die Veränderungen sind viel größer, als wir noch vor 10, 20 Jahren angenommen haben. Es ist ein Warnsignal. Das Südpolarmeer wird künftig wohl nicht mehr in der Lage sein, die Klimaerwärmung abzubremsen. Die Ozeane können enorme Mengen CO2 speichern. Doch wenn die Eisschilde schmelzen, wird das Salzwasser von den immensen Süßwassermassen verdünnt. Es wird leichter und die CO2-Aufnahmekapazität des Tiefseewassers sinkt. Doch auch in den oberen Wasserschichten kann das CO2 aus der Atmosphäre gefischt werden. Das ist ein Planktonnetz. Wir bestimmen die Planktondichte. Das ist wichtig, denn es ist das Gras der Meere. Diese winzigen Algen bilden die Basis der Nahrungskette. Wie weit geht's runter? 80 Meter. Die Existenz aller Meereslebewesen hängt von diesen mikroskopisch kleinen, einzelligen Pflanzen ab. Das meiste Plankton schwimmt in Oberflächennähe. Ich bin gespannt, was wir gefangen haben. Spült das Netz gut durch, damit alles in den kleinen Becher kommt. Ja, da ist ja einiges drin. Erkennen Sie die grün-bräunliche Farbe? Das Bräunliche ist das Plankton. Das also erweckt die Ozeane zum Leben. Genau. Die Pflanzen des Meeres werden von kleinen Tieren gefressen und die wiederum von größeren. Das Phytoplankton erzeugt ungefähr die Hälfte des Sauerstoffs in unserer Atmosphäre. Und das, obwohl das Phytoplankton nur 1% der pflanzlichen Biomasse ausmacht. Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass die Erwärmung der Ozeane das Planktonwachstum bremst. Das beeinträchtigt auch die Kohlendioxidaufnahme. Wahnsinn, dass dieses winzige Plankton nicht nur für die Meere, sondern für den ganzen Planeten so wichtig ist. Richtig. Sollte das Plankton durch den Klimawandel in seinem Artenspektrum verändert werden oder abnehmen, sind sämtliche Ökosysteme des Meeres betroffen. An den Korallenriffen des Südpazifiks werden diese Veränderungen bereits sichtbar. Bernice reist nach Norden, um eine Forschungsstation auf dem Great Barrier Reef zu besuchen. Dort trifft sie sich mit Ove Höök-Guldberg, einem renommierten Ozeanographen, der seit 20 Jahren die Ökosysteme des Riffs erforscht. Die Fahrt nach Heron Island dauert 3 Stunden. Da vorne ist ein Wrack. Es dient als Windschutz für die dahinterliegenden Schutzgebiete. Betreten ist erlaubt, Fischen aber verboten. Da ein Stachelrochen und da ein kleiner Hai. Und unterm Anleger wohnt ein Zackenbarsch, er heißt Aristoteles. Ich habe noch nie gesehen, dass Menschen freiwillig zu Haien ins Wasser springen. Das ist schon krass. Meistens macht man ja um Haie einen großen Bogen. Das hier sind die Guten.
Du bist ein glücklicher Forscher. Du hast einen Abenteuerspielplatz. Die Forschungsstation Heron Island ist weltweit führend bei der Untersuchung von Korallenriffen und ihrer Rolle für die Ökosysteme. Wir fahren jetzt nach Pam's Point. Das Riff ist dort besonders artenreich, weil es von Stürmen verschont wird. Dort wachsen ungefähr 300 verschiedene Korallenarten. Einige Wissenschaftler nennen diese Korallengärten darum die Regenwälder der Meere. Die Wissenschaftler benötigen für ihre Untersuchungen gesunde Korallen. Doch die finden sie fast nur noch in der heilen Unterwasserwelt von Pam's Point. Charlie Varron ist der Korallenexperte schlechthin, weltweit. Er befasst sich schon seit über 50 Jahren mit Korallen. Ich fühle mich höchst geschmeichelt, dass ich mit ihm zusammenarbeiten darf. Und ich hoffe, du siehst das genauso. Sollen wir sie Mr. Koralle nennen? Ich bringe sie zu einem wunderschönen Ort. Wäre das ganze Barrier Reef so schön, würde man durchdrehen. Was kümmern uns Korallenriffe? Zuerst mal bieten Korallenriffe 500 Millionen Menschen in den Tropen eine Existenzgrundlage. Außerdem lebt ein Viertel aller Fischarten in und bei den Korallenriffen. Diese Artenvielfalt ist das Erbe unseres Planeten. Doch wenn es künftig so heiß ist wie im Jahr 2005, sterben innerhalb weniger Wochen große Mengen Korallen ab. Was gibt's hier? Wir werden große Fische sehen, die abends auf die Jagd gehen. Und tausende von winzigen leuchtenden Juwelen, die diesen Räubern unbedingt aus dem Weg gehen wollen. Und Haie. Ich hoffe doch. Bleibst du bei mir? Viele Haiattacken hier. Echt gefährlich. Wenn die Temperatur hier bei Heron Island nur um 1 Grad höher als die normale Maximaltemperatur liegt, bleichen die Korallen aus. Wie wir, wer bleich ist, ist krank. Richtig. Und das Prinzip ist ganz ähnlich. Ist die Körpertemperatur nur um 1-2 Grad zu hoch, wird's ernst. Dasselbe gilt für Korallen. 1, 2, 3. Hinterher. Korallenriffe sind die tropischen Gärten der Meere, nur dass diese Gärten von Tieren gebildet werden. Korallenriffe sind die Hexenkessel der Ozeane. Die meisten Lebensformen entwickelten sich ursprünglich hier. Es gibt auf diesem Planeten nichts Vergleichbares. Riffe sind die Kinderstuben der Ozeane. Es gibt eine besondere Region auf der Erde, das sogenannte Korallendreieck, ein brodelnder Hexenkessel der Evolution. Das Korallendreieck hat sein Zentrum in Indonesien und erstreckt sich über die Inselkette der Philippinen bis hin zu den Salomonen. Die Region ist deswegen so besonders, weil sich die Evolution dort so richtig austoben kann und eine unglaubliche Artenvielfalt hervorbringen konnte. All diese Arten entstammen diesem Kessel. Von da aus sind sie in den Indo-Pazifik ausgeschwärmt. Doch momentan laufen dort so rasante Veränderungen ab, dass sich die Lebewesen nicht daran anpassen können. Wie war's? Es war klasse. Ziemlich groß. Da war ein Hai. Wirklich? Wir waren gerade im Wasser. Dann kam schon der Hai. Der war wohl scharf auf euch. Die Korallen hatten leuchtende Farben. Fantastisch. Grün und blau. Sehr gut. Kurz vor der Bleiche verfärben sie sich nämlich braun. Darum entwickeln wir ein Frühwarnsystem. Damit erkennen die Riffmanager rechtzeitig, was mit ihrem Riff passiert. Wir haben diverse Testsysteme ausgearbeitet, mit denen man die Stressfaktoren Wochen vor dem Eintritt der Bleiche erkennen kann.
Korallen gedeihen nur in einem engen Temperaturbereich. Doch mit der Atmosphäre erwärmen sich auch die Meere. Wenn sich die Wassertemperatur dauerhaft erhöht, beginnen viele Korallenarten damit, ihre Algenpartner abzustoßen. Das führt zur sogenannten Korallenbleiche. Zwar kann die Koralle einige Zeit ohne die symbiontischen Algen überleben, dauert dieser Zustand jedoch zu lange an, stirbt sie ab. Die Korallen werden so sehr geschädigt, dass sie kaum wiederzuerkennen sind. Das bedrückt mich sehr. Meine Enkel werden keine gesunden Korallen mehr zu Gesicht bekommen. Der Korallenbewuchs geht zurück. Das ist die Koralle. Und dies alles sind Algen. Die wachsen heute schneller als die Koralle. Millionen Jahre war beides im Gleichgewicht. Im Korallenriff dreht sich alles um Kooperation. Korallen können nur deswegen Riffe bilden, weil sie winzige Partner haben, Algen. Und Pflanzenfresser suchen Nahrung und Schutz zwischen den Korallen. Weniger spektakulär anzusehen, aber ebenso wichtig sind die Vorgänge, die das Gleichgewicht zwischen dem Zugewinn und dem Verlust von Calciumcarbonat beeinflussen. Dieser Stoff verstärkt das Skelett der Korallen. Wir müssen herausfinden, in welchem Maße das immer saurere Wasser und die immer höheren Temperaturen den Skelettaufbau der Korallen beeinträchtigen. Unter den momentan herrschenden Bedingungen wird das Calciumcarbonat herausgelöst. Wir wissen jedoch nicht, unter welchen Bedingungen es sich vollständig lösen würde. Diese Fragen wollen wir mit unseren Experimenten beantworten. Ich finde es aufschlussreich, dass sich alle Welt um Haie, Delfine oder die großen Thunfische sorgt. Aber niemand diese winzigen Lebewesen beachtet. Und auf die kommt es an, auf die mikroskopisch kleinen Wesen. Hier leben fast 1 Million Arten, von denen wir noch nicht einmal den Namen kennen. Allen kommt eine wichtige Rolle im Ökosystem zu. Aber was mit ihnen passiert, wenn wir weiterhin das Klima aufheizen und die Ozeane ansäuern, das ist die 1-Milliarde-Dollar-Frage. Bernice fliegt über das Korallenmeer zu einem winzigen Eiland namens Tuvalu, 3000 Kilometer von Australien entfernt. Es liegt mitten im Südpazifik und leidet schon jetzt stark unter dem Klimawandel. Tuvalu ist eine winzige Nation mit einer Bevölkerung von gerade 10.000 Menschen. Sie leben auf 9 Koralleninseln und Korallenatollen, die erst vor 800 Jahren durch Seefahrer aus Mikronesien besiedelt wurden. Deren Nachfahren erleben jetzt den Klimawandel an vorderster Front. Die Inselgruppe Tuvalu besteht aus abgestorbenen Korallen. Sie ragt höchstens 2,80 Meter aus dem Meer. Der Klimawandel trifft die Menschen hier hart. Nur 2,80 Meter über Normalnull. Früher galten Sturmfluten als größte Gefahr. Durch den steigenden Meeresspiegel überschwemmt schon die monatliche Springflut weite Teile der flachen Inseln. Vor Ort verfolgt der Ozeanograf Erik van Sebel den Klimawandel. Er nimmt Bernice gleich mit zu den heikelsten Stellen. Wieder und wieder werden die Häuser von Springfluten fortgerissen. Fragt sich, was diese Flut morgen anrichtet. Springfluten dauern immer mehrere Tage. Oh, sieh mal da. Bernice und Erik erkunden gemeinsam, welche dramatischen Veränderungen durch den Meeresspiegelanstieg hervorgerufen werden. Die Leute leiden unter dem Klimawandel. Sie können sich nicht selbst helfen. Die Flut steigt schon. Bei Tuvalu ist der Meeresspiegel in den letzten 20 Jahren um 10 cm gestiegen. Und das ist sehr viel. Das ist ein Problem, denn auf Tuvalu können die Menschen ja nicht in höhere Lagen ausweichen. Die Meeresspiegel steigen, weil sich das Wasser in den Ozeanen durch Erwärmung ausdehnt.
Fast Rekordflut. Ja, man sieht die Brandung und die langsam steigende Flut. Die Kokospalmen stehen im Wasser. Ist das alles Erosion? Ja, die Küste erodiert. Die See frisst sich ins Land. Was machen wir jetzt? Ich zeige dir, was der Meeresspiegelanstieg für das Land bedeutet, auf dem wir stehen. Hier irgendwo? Ausgezeichnet. Ich demonstriere dir den künftigen Meeresspiegelanstieg. Oh, er steigt gerade. Das ist der normale Hochwasserpegel von Tuvalu. Bei einer Springflut steigt er bis ungefähr hier. Das sind noch mal 40 Zentimeter mehr. Und Springfluten haben wir jedes Jahr. 40 Zentimeter sind viel. Stimmt, aber wenn es ganz übel läuft und die Springflut tritt in einem La Niña-Jahr ein, kommen noch einmal 10 Zentimeter dazu. Und wenn das alles während eines Zyklons geschieht, hier ist ja ein Zyklongebiet, kommen noch mal 10 Zentimeter hinzu. All diese Effekte addieren sich. Genauso hoch wie die Küste. Und die Prognosen sind düster. Im Jahr 2100 könnte der Meeresspiegel bei Tuvalu fast diese Höhe erreichen. Das ist der zusätzliche Anstieg. Das entspricht meiner Größe, 1,70 Meter. Ja, von der jetzigen Hochwassermarke ausgemessen. Das sagt alles. Es ist beängstigend. Die Leute können nirgendwo hin? Nein. Am Ende werden die steigenden Meeresspiegel Tuvalu von der Landkarte auslöschen. Jeden Monat geben die Hochfluten einen Vorgeschmack von dem, was kommen wird. In ein paar Tagen soll es wieder Hochwasser geben. Was machen Sie dann? Ich treibe im Wasser. In 20 Jahren ist Tuvalu untergegangen. Wenn Sie ein Flugticket bekämen, würden Sie gehen? Ja, in die Northern Territories. Neuseeland ist zu kalt. Ist es nicht traurig, von hier weg zu müssen? Ja. Erik rechnet damit, dass die Pegel bald so hoch steigen, dass die Bewohner ihre Insel verlassen müssen und zu Klimaflüchtlingen werden. Doch es wird noch einige Zeit dauern, bis Klimaflüchtlinge einen weltweit anerkannten Status bekommen. Eine riesige Springflut wäre für die Einwohner von Tuvalu verheerend. Sie müssten höhere Landstriche aufsuchen und dann wieder Ordnung schaffen. Hereinbrechende Fluten, wärmer werdende Ozeane und umgedrehte Wettersysteme sind markante Veränderungen, die sich in das Gedächtnis von Chief Winicky eingebrannt haben. Stammen Ihre Eltern von dieser Insel? Aber ja. Hatte Ihre Familie Landwirtschaft, als Sie klein waren? Ja, ich habe meinem Vater immer geholfen. Manchmal sind wir fischen gegangen. Wir haben Kokospalmen, Brotfruchtbäume, Taro und Pulaka angebaut. So war das früher. Jetzt hat sich vieles geändert. Die Leute haben ihre Gärten wegen des Klimawandels aufgegeben. Das ist mein Garten. Ist es Süß- oder Salzwasser? Süßwasser. Aber es könnte brackig schmecken. Ist das Brackwasser gut für die Pflanzen? Nein, es ist schlecht für sie. Die Wurzeln verrotten. Können Sie was tun? Ich pflanze sie in größerer Höhe, weiter weg vom Strand. Funktioniert das? Natürlich. Wieso machen das nicht alle? Naja, die Leute essen jetzt andere Dinge. Die jüngere Generation lebt ganz anders als wir. Das zeigt auch ein Blick in den örtlichen Supermarkt.
Ich sehe hier viele Dosen. Und daneben leere Regale. Es ist leichter, importierte Nahrungsmittel zu bekommen, als sie selbst anzubauen. Das ist leichter zu bekommen? Die kommen doch ganz von den Fidschis. Wieso wird das nicht hier angebaut? Der Boden ist sehr schlecht. Darum dauert es lange, bis man etwas ernten kann. Durch den Klimawandel steht Tuvalu eine ungesunde, ungewisse und unglückliche Zukunft bevor. Tuvalus Chefmeteorologe John Tawala ist gerade damit beschäftigt, ein Sturmzentrum zu verfolgen. Es kommt mit der Königstide und wird Tuvalu am frühen Abend erreichen. Wie lange sind Sie schon bei der Wettervorhersage? Seit fast 10 Jahren. Hat sich was verändert? Ja, die Zyklone sind heftiger geworden. Heftiger. Gerade kommt eine Sturmwarnung rein. Da baut sich wieder eine Springflut auf. Diese Fluten haben schlimme Auswirkungen auf die Menschen hier. Wir müssen sie rechtzeitig davor warnen. Aber sie können nirgendwo hin. Zwischen den Jahren 2000 und 2012 wurden die Springfluten immer heftiger. Auch früher gab es immer wieder mal Springfluten. Aber davon blieben nur kleine Pfützen übrig. Heute werden die niedrig liegenden Gebiete total überschwemmt und die Häuser sind von den Straßen abgeschnitten. Das Wetter verändert sich. Wie angekündigt überflutete die Königstide die Insel. Selbst der Müll aus der Sammelstelle wurde in die Lagune getrieben. Für die Menschen hier ist der Klimawandel längst Gegenwart geworden. Auf Tuvalu stellt sich jeder die Frage, ob sich der vermehrte Zustrom von Salzwasser durch den steigenden Meeresspiegel mit den steigenden Regenmengen künftig die Waage hält. Welchen Salzgehalt das Grundwasser dann haben wird, ist momentan kaum abzuschätzen. All diese Vorgänge müssen noch intensiv erforscht werden. Diese Signale zeigen uns, dass wir auf eine Falle zusteuern. Aber wir ignorieren die Möglichkeit, in eine Nebenstraße abzubiegen. Nur wenn wir das Ruder noch in diesem Jahrzehnt herumreißen, können wir aus dieser Falle entkommen. Dank weltweiter Forschung erfahren wir immer mehr über die Zusammenhänge. Jetzt müssen wir Schlüsse daraus ziehen. Für uns und für zukünftige Generationen.